Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie herzlich hier aus dem TV-Studio im Königspalast. Und so circa eine Stunde, bevor es dann losgeht mit der Partie Krefeld-Pinguine gegen die Red Bulls München, wollen wir uns natürlich noch mal unterhalten, was dann so ist, wenn man so am Puls der Mannschaft mal fühlt, wie das bewährte Befinden der Spieler und der Trainer ist. Dafür habe ich natürlich einen Gast, der genau kompetent darüber Bescheid weiß, nämlich den Pressesprecher der Pinguine, André Schicks. Ja, wie schaut es denn so aus, 60 Minuten bevor es losgeht auf dem Eis des Königspalastes? Ja, zunächst mal guten Abend zusammen und es sieht hervorragend aus, glaube ich. Gerade das letzte Spiel haben wir noch mit viel Kampfkraft gedreht und 4-3 gewonnen. Und die Mannschaft ist soweit bereit und heute erwartet ein starker Gegner auf uns. Das ist wohl wahr. Gibt es denn irgendwas aus der verletzten Ecke Neues? Ja, also David Fischer habe ich heute Morgen noch im Krankenhaus getroffen und er ist auf dem Wege der Besserung und da sieht es nicht ganz so schlimm aus, wie ursprünglich befürchtet. Er hat ja nochmal das Schultereckgelenk ausgekugelt, ist aber dann direkt wieder auch reingekommen und ich hoffe, dass es dann eventuell in 2 Wochen dann wieder weitergeht für ihn. Also können die Trainer, kann Ricardo Ono sozusagen fast aus dem Vollen schöpfen? Nur fast, also Thomas Duber ist etwas grippegeschwächt, deswegen wird heute Lukas Lang sein Heimdebüt geben und er hat ja nun mal auch eine Serie zu verteidigen, er hat bis jetzt 2 Spiele gemacht und wir hoffen, dass er die Serie weiter ausbauen kann. Das hoffen wir natürlich alle und wir hoffen natürlich, dass das Spiel heute so ein bisschen verletzungsfrei für die Pinguine über die Bühne geht, dass wir uns nicht vor dem nächsten Spiel wieder über verletzte und kranke Spieler unterhalten müssen. Das hoffe ich auch und ja, wir müssen heute die Daumen drücken und mit den zahlreichen, die wir jetzt heute Abend hier erschienen sind, natürlich dann auch den Support liefern, den die Spieler auf dem Eis brauchen. Das wird ganz bestimmt passieren. Wir wissen ja, wie unsere Fans drauf sind und wenn die Jungs auf dem Eis so kämpfen, wie wir es gewohnt sind in dieser Saison, dann wird das schon funktionieren. Zu meiner Rechten begrüße ich Adriana Bekavac, habe ich gehört, heißt es, nicht Bekavac. Quatsch, wie so viele sagen, aber Sie sind es gewohnt, dass der Name irgendwie nicht so ganz korrekt gesprochen wird. Ganz genau, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Okay, es weihnachtet sehr. Die Weihnachtsmärkte machen, glaube ich, auch am Wochenende auf. Und bei euch hier hat der Weihnachtsmarkt eigentlich schon begonnen. Ja, wir haben zum einen den Adventskalender mit unserer aktuellen Mannschaft drauf. Der liegt bei 8 Euro. Ist bei uns im Fanshop erhältlich, genauso wie die beiden Weine, einmal der Weißwein, der trocken ist, der Rotwein, der fein herb ist. Eine prima Idee für Geschäftsleute, die noch keine Idee haben, was sie den Geschäftspartnern schenken möchten. Oder ein super schickes Mini-Trikot mit der Nummer 13 hinten, steht für die Saison. In Gelb oder in Schwarz, liegt bei 10 Euro. Also alles kleine Präsente, die man ja jetzt gerade nötig braucht. Ganz genau. Und mit diesen beiden edlen Weinen kann man natürlich auch gut auf die Siege der Pinguine anstoßen. Ja, bestens. Perfekt. Und das gibt's alles bei euch. Wann und wo kann man es bekommen? Der Fanshop ist geöffnet von 9 bis 19 Uhr, Montag bis Freitag und samstags von 13 bis 15 Uhr. Okay, dann bedanke ich mich. Und wenn es wieder Neuerungen gibt, dann sind die Ersten, sind die Redakteure des TV-Studios, die davon erfahren. Genau so ist es. Okay, danke schön. Und ich habe noch einen Gast, den ich begrüße. Er kam ganz eilig gerade durch die Türe, weil er schon meinte, er hätte sich verspätet, aber wir hätten gewartet. Das ist lieb, danke schön. Das ist Heiko Meiners und der hat ein Anliegen. Der hat nämlich einen Adventskalender mitgebracht, einen ganz besonderen. Und der ist aufgelegt worden vom Lions Club. Vielleicht 1, 2 Sätze. Was ist der Lions Club? Der Lions Club ist eine Verbindung von karitativen Menschen, die versuchen zu helfen, nicht, also in unserem Fall nicht nur um das Portemonnaie aufzumachen, sondern auch aktiv zu den Bedürftigen hinzugehen und da zu helfen und auch natürlich aktiv zu sammeln. Deswegen sind wir heute Abend hier. Jetzt ist das ein Adventskalender, logischerweise 24 Türchen, so wie jeder andere auch, aber da gibt es eine besondere Bewandtnis, denn der Erlös dieses Kalenders kommt natürlich karitativen Zwecken zugute. Genau. Wir sammeln in dem Fall zu 100%, also alle Erträge aus dem Kalender gehen zu 100% zu Krefelder Institutionen. In dem Fall, weil wir ein junger Verein sind mit jungen Mitgliedern, gerne zu Jugend- und Kinderinstitutionen. Und dort wird aktiv geholfen und das Ganze geht zu 100%. Der Erlös geht dorthin. Und wir übergeben das auch selber und wir gucken auch, dass da was passiert. Wir haben jetzt Aktionen gehabt, wo wir Fußböden und Wände und Räumlichkeiten hergerichtet haben, sodass wir auch sehen, was passiert mit dem Geld. Auf dem Kalender ein Bild der Lena Brug, dann schätze ich, dass sich hinter den Türchen auch Krefelder Motive verbergen.
Unter anderem, aber hinter jedem der Türchen ist auch ein Gewinn. Das Ganze wird ausgelost und Sie haben dann hier unten Nummern drauf und die Nummern werden ausgelost und dann haben Sie praktisch mit Ihrem Kalender die Möglichkeit zu sagen, ich habe die Nummer, und dann erhalten Sie hinter jedem Türchen ein Präsent. In dem Fall sind es auch Krefelder, die da gespendet haben. Was man da gewinnen kann, das sind Sachpreise, das sind Dienstleistungen und der Hauptgewinn geht, glaube ich, hoch bis zu einer Reise für zwei Personen. Herr Kommanders, aber nicht nur, Sie haben nicht nur den einen Kalender mitgebracht. Es gibt noch mehrere heute hier im Königspalast. Ja, das ist, also wir verlosen den nicht nur den einen höchstpreisig, sondern wir stehen an den Ausgängen nach dem Spiel, wir stehen in den Umgängen während des Spiels und verkaufen den Kalender. Der Kalender kostet 5 Euro. Wir sind mit 4 Leuten hier, wir sind präsent durch, wir haben so ein T-Shirt an, da steht auch Lions Club Krefeld drauf. Und da können Sie zu uns kommen und die Dinger für 5 Euro erwerben. Wenn es passend da ist, ist gut. Wenn nicht, wechseln wir gerne. Das nehme ich an. Dann bedanke ich mich. Tolle Geschichte. Und ich schätze, dass die Fans der Krefeld-Pinguine 5 Euro haben für einen guten Zweck und für den Lions Club. Das würde mich auch freuen. An dieser Stelle darf ich noch eine Sache präsentieren. Wir haben ein Kochbuch aufgelegt, das Krefelder Kochbuch. Auch da ist es so, dass wir versucht haben, was Krefelder Typisches zusammenzustellen. Das Kochbuch kann man erwerben, entweder unter krefelder-kochbuch.de oder in den Krefelder Buchhandeln, einschlägig Bekannten, die haben das vor Ort und auch da geht der Erlös komplett wieder zu uns und wir versuchen zu verteilen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und bei Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern, dass es heute ein Verkaufserfolg wird für diesen ganz besonderen Adventskalender. Vielen Dank auch an Sie und ich denke, dass wir heute auch Erfolg haben mit unseren Krefeld-Pinguinen. Das hoffe ich, vielleicht könnt ihr dabei helfen. Und die Fans sind sowieso bereit, dass es endlich losgeht und so ganz so lange haben wir ja nicht mehr. Und deshalb geben wir jetzt zurück an die Regie mit dem Hinweis, dass die Fans und die Besucher des Königspalastes jetzt so einiges erfahren können über unseren heutigen Gegner aus der bayerischen Landeshauptstadt München.